Ein Kendama ist ein traditionelles Holzspielzeug aus Japan. Es besteht aus drei Teilen, den Bechern, den Serrados, der Kugel, Tama, und dem Schwert, das Ken. Es gibt den Big Cup, Small Cup und Base Cup. Und das Ziel ist es, einfach die Kugel auf den verschiedenen Bechern zu fangen und Tricks damit zu machen. Komm! Spread the love! Kendama! Es ist uns sehr auf die Nerven gegangen, dass wir Kendamas in Amerika bestellen mussten, die in China produziert worden sind und auf die wir dann noch ein halbes Monat warten mussten, wenn wir eigentlich in den Garten gehen könnten, uns einen Baum umhacken und selber welche drechseln. Und deshalb haben wir Kendama gegründet. Habt's mir? Kendama ist für mich ein Zeitvertreib, ein sinnvoller auch noch dazu, der meine Kreativität fördert und die einfach Leute zusammenbringt. Kendama ist für mich nicht nur ein Holzspielzeug, sondern eindeutig auch ein Lifestyle. Mit Freunden eine Firma aufzubauen und die Community zu vergrößern, macht für mich irrsinnig Spaß und es verbindet uns alle untereinander. Für mich ist Kendama eine Art Community, die auf Freundschaft basiert ist und wir haben einfach Freude am Spielen und das verbindet uns. Mach's vor der Kamera gescheit. Jetzt sollte ich halt auch. Kendama ist für mich eine Möglichkeit, um den Leuten eine Alternative zu zeigen zu all dem Technikwahnsinn, der heute die Welt regiert. Also für mich ist Kendama auch ein Zeitvertreib. Wenn ich jetzt ein Beispiel bringen darf, bei der Bushaltestelle zum Beispiel sehe ich, 9 von 10 Menschen sitzen da und schauen auf ihr Handy und spielen irgendwas. Und das ist einfach auch nicht so gesund. Und wenn man dann, man kann sich... Okay, warte. Auf jeden Fall hat es, glaube ich, mehr Sinn, wenn man nicht immer auf sein Handy schaut, sondern einmal sich die Zeit mit was Natürlichem, mit einem natürlichen Produkt vertreibt. Und man fördert auch gleichzeitig seine Konzentration, ein bisschen seine Koordination. Und deswegen finde ich das eine super Sache. Servus, ich bin's nochmal, der David. Also falls wir jetzt euer Interesse geweckt haben, checkt auf jeden Fall mal unsere Website www.kendama.at, folgt uns auf Facebook oder Instagram auf kendama_Austria. Und ja, noch eine ganz wichtige Sache zum Schluss, wir bieten sogar Workshops an. Und wir haben letztens mit Back on Stage super Tage gehabt, mit Jugendlichen im Park verbracht, die voll motiviert und voll begeistert nach Hause gegangen sind, mit jeder einem Kendama in der Hand. Und ja, wir laden euch herzlich ein, uns eine E-Mail zu schreiben und wir sind gern für euch da, einen Workshop mit euch zu machen, planen es durch, individuell. Danke.